Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über mein Book Journal sprechen. Ja, ihr seht, es ist ein anderes Book Journal wie noch zu Anfang des Jahres. Das hat einen einfachen Grund. Meine Tochter hat mein Book Journal in die Kiste mit dem Altpapier geworfen. Und dann habe ich das Altpapier jemandem mitgegeben und dann wurde das in die Tonne geworfen. Lieben wir. Ich habe das Buch auf jeden Fall hier gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und habe es nicht mehr gefunden. Und habe dann im Nachhinein festgestellt oder gehört, dass es weggeworfen wurde. Dementsprechend habe ich mir ein neues Book Journal besorgt und musste dann quasi wieder von vorne anfangen. Ich hatte von meinen gelesenen aktuell 122 Büchern in mein Book Journal ungefähr schon 75, 80 eingetragen. Ich hatte mir zu jedem Buch Notizen gemacht und es hat mir echt das Herz gebrochen. Jetzt habe ich überlegt, ob ich zu jedem Buch noch mal was dazu schreiben möchte. Aber nein, das wäre mir jetzt dann einfach zu viel Arbeit. Ich werde hier jetzt noch ein Deckblatt reinmalen. Das habe ich bisher noch nicht getan. Alles, was ich gemacht habe, war, dass ich meine 22 für 22 Liste eingetragen habe. Dann meine Rezensionsexemplare und ob ich schon die Rezension dazu geschrieben habe. Das muss ich mir eins aufschreiben, sonst ist es bei mir weg. Sonst müsste ich jedes Mal auf meinem Blog nachschauen, ob ich eine Rezension dazu geschrieben habe. Und ihr wisst ja, wie das ist. Da musst du erst den PC hochfahren, bliblablub. Und so habe ich alles schwarz auf weiß und weiß, ob ich dazu eine Rezension geschrieben habe oder nicht. Und dann habe ich einfach nur die Lesemonate quasi aufgeschrieben. Stand des Subs Anfang des Monats und Stand des Subs Ende des Monats, wie viel ich pro Monat ausgegeben habe, ist natürlich auch für meine Jahresstatistik sehr, sehr interessant. Viel mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich möchte noch ein paar Postkarten einkleben, noch ein paar Zeichnungen malen, damit das einfach ein schönes Journal wird. Ja, aber ihr habt jetzt eingeschaltet, um meine 22 für 22 Statistik Stand September, Stand ein Dreivierteljahr ist rum, was ist geschehen? Ja, ich kann euch schon mal so viel sagen. Ich habe von den 22 Büchern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stück gelesen. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 9 Bücher. Ja, 9 Bücher für 3 Monate. Das heißt, pro Monat müsste ich jetzt noch 3 Bücher aus der Liste lesen, damit ich meine Challenge 22 für 22 gewinne. Klingt gar nicht mal so anstrengend, wenn man bedenkt, wie viele Bücher ich pro Monat lese. Ich kann euch gerne jetzt mal verraten, welche Bücher noch fehlen. Das wäre einmal Boston Bells Villain. Das Buch habe ich tatsächlich noch nicht mal gekauft. Dann Isara 3, Sturmluft. Da reden wir mit unserer Buddy-Read-Runde schon, ich glaube, seit 4 Monaten davon, dass wir bald das Buch anfangen werden zu lesen. Das Buch habe ich auch noch nicht im Regal, aber es gibt es bei BookBeat. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Leserunde mit meinen zwei Freundinnen mithören. Jetzt läuft der Hund wieder spazieren. Es tut mir leid für das Getipsel. Ich weiß, solche kleinen Geräusche hört man auf der Kamera enorm. Die hört man gefühlt lauter als mich. Es tut mir leid. Ich habe damals nämlich den Fehler gemacht und habe mir Isara Band 4 bestellt, weil ich dachte, es ist der dritte Band. Jetzt habe ich 1, 2 und 4 im Regal stehen. Ich beobachte Rebuy und Co., damit ich Band 3 auch noch nachkaufen kann, aber bisher ist das noch nicht passiert. Dann fehlt mir noch Durch die kälteste Nacht. Das gibt es, glaube ich, auch bei BookBeat als Hörbuch. Also wenn ich jeden Monat 2 lese und 1 höre, denke ich, ist das eine machbare Aufgabe. Da fehlt mir noch Kasadim 1, das ist glaube ich auch als Hörbuch online. Auch wenn ich nicht so gern Fantasy höre, weil ich mich da immer so konzentrieren muss. Dann fehlt mir Die Einsame im Meer, da habe ich definitiv die Hörbücher auch hier im Regal stehen. Das ist eine Challenge, die machbar ist. Dann habe ich auf meiner Liste
Crave. Da bin ich aber noch unschlüssig, ob ich das Buch nicht aussortieren möchte, weil so viele Leute sagen, es wird dir nicht gefallen, es wird dir zu kindisch sein und zu Twilight-mäßig. Vor allem nach der Fate and Fire-Rezension. Da weiß ich noch nicht. Da muss ich mit meinen Challenge-Mädels mal absprechen, ob es erlaubt wäre, wenn ich das Buch aussortiere aus meinem Sub, dann ein anderes Buch auf die Liste zu setzen. Da werde ich euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Dann hat es noch ein Self-Publisher-Buch auf meine Liste geschafft und ich habe es immer noch nicht gelesen. Es ist Jeder deiner Atemzüge und ich glaube, das Buch halte ich euch schon seit, keine Ahnung wie viel, Monaten entgegen, dass ich das lesen möchte. Ich habe es auch schon ein paar Mal in meinem Sub-Voting dabei gehabt, aber irgendwie hat es keiner ausgewählt. Es ist aber auch eher so ein Surf-Tauch-Sommerbuch. Also bin mir jetzt noch unschlüssig, ob ich das wirklich lesen will, aber ich will ja die Challenge schaffen. Vielleicht werde ich das dann zeitnah im Oktober lesen, damit es irgendwie noch ein bisschen sommerlich zugehen kann. Irgendwie kann ich im Winter, wenn es schneit, keine Sommerbücher lesen. Ich weiß nicht warum. Aber ich kann auch im Sommer keine Winterbücher lesen, wo es um Weihnachten geht. Geht auch nicht. Ich bin komisch. Sagen wir es einfach so. Dann steht auf meiner Liste noch Faye von Katharina Herzog. Das Buch habe ich, glaube ich, schon seit 2018 hier liegen. Und das werde ich definitiv dieses Jahr noch lesen, weil ich es nicht mit ins neue Jahr schleppen möchte. Also das werde ich, denke ich, auf die Novemberliste packen. Ich sage jetzt einfach mal, ich packe es auf die Novemberliste. Erinnert mich dran, wenn November ist, dass ich es lese, bitte. Und dann steht als letztes noch Krisha auf meinem Plan. Goldene Flammen, der erste Band der Krisha-Reihe. Den möchte ich auch mit meiner Freundin lesen, mit der ich eigentlich Isara lesen möchte. Da muss ich mal mich mit ihr absprechen, ob wir jetzt zuerst Isara lesen ob wir zuerst Krisha lesen. We will see. Eine Sache gibt es noch, die ich mit euch besprechen wollte. Ich hatte eigentlich noch ein anderes Buch auf der Liste stehen, aber das habe ich in Absprache mit meinen Mädels von der Liste runtergenommen. Das hatte einen einfachen Grund, dass ich die Autorin nicht mehr so unterstützen möchte, wie ich das vorher getan habe. Ich sag's mal einfach so, ich werde jetzt auch keine Namen nennen, aber da stand ein Buch drauf, das ich auch von einer ganz lieben Freundin geschenkt bekommen habe, die auch ein großer Fan der Autorin ist und ich habe auch ein anderes Buch der Autorin ebenfalls auf meiner 22 für 22 Liste, aber das habe ich halt schon gelesen, das kann ich jetzt nicht nochmal runterlöschen. Aber ich habe es durch ein anderes Buch ersetzt und das Buch habe ich auch schon gelesen und von daher ist da auch alles fein. Es war halt einfach so, das habe ich auch erst durch Maren erfahren. Die hatte da in ihrem Video letztens was erwähnt. Und dann habe ich sie drauf angesprochen und habe sie gefragt, was da denn los war, weil ich halt auch noch Bücher von der Autorin hier stehen habe. Und wenn irgendwas so negativ aufgestoßen ist, würde ich mir da halt selbst gern meine Meinung dazu bilden und wollte halt die Hintergrundinfos haben. Dann hat sie mir halt erzählt, dass in einem der Bücher ein Wort aufgetaucht ist, das vielen negativ aufgestoßen ist. Es kam nur Unverständnis und so ein bisschen von oben runter. Und warum, also so wie ich es verstanden habe, kam das halt so ein bisschen, was stellt ihr euch alle so an? Und sowas kann ich halt nicht leiden und deshalb dachte ich mir oder sagte ich mir, dass ich das dann halt auch einfach nicht mehr unterstützen möchte. Und dementsprechend ist das Buch jetzt von meiner Liste geflogen. So einfach war das. Ich wollte es euch aber erzählen. Nicht, dass ihr am Ende bei meinem Jahresstatistik-Video und 22 für 22 Ergebnis-Video sagt, hä, da stand doch vorher noch ein anderes Buch drauf. Und damit wären wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich werde euch natürlich alle Bücher, die ich heute erwähnt habe, nochmal in der Infobox verlinken. Da gibt es immer den Amazon und den Thalia-Link. Das sind Affiliate-Links. Ich möchte es nur nochmal kurz erwähnen. Das heißt, wenn ihr über diesen Link ein Buch kauft, kostet das für euch nicht mehr, als würdet ihr es ganz normal bestellen. Aber ich kriege eine kleine Verkaufsprovision und ich finanziere von
meinen Affiliate-Links immer meine Schreiberei, meine Bücher, die ich selbst schreibe und veröffentliche. Und deshalb wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr euch entscheidet, das Buch zu kaufen. Ist vielleicht dann doch über meinen Link zu tun. Das wäre überaus reizend von euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, das Wetter ist bei euch ein bisschen besser als bei uns. Ich musste hier heute schon die Softbox aufstellen. Das erste Mal für dieses Jahr. Ich liebe den Herbst, aber ich mag dieses verregnete Wetter nicht. Es ist einfach so. Auch wenn es ein perfektes Lesewetter ist, aber es ist kein ich kann mit dem Kind rausgehen Wetter und das ist anstrengend. Aber egal, jammern bringt uns auch nicht weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!